Wir steigen ab hier wieder ein. Oh, you gotta be shitting me. Give me a bit more time and I got you. Give it up! Ab hier. Ah, dann sind ihr wieder nicht mehr analysiert, oder? So, also zack, Fertigkeiten, Analyse. So, haben wir den wieder analysiert und dann Fertigkeiten, Analyse. So. Bring it. I'll stop you. So, also Magie, Feuer. Okay. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich würde gern Magie. Achso, wir haben nichts zum Heilen. Aber wir haben 30. Wir haben mehr Superheiltränke als wir Heiltränke. Oder? Nee. Da habe ich mich gerade verguckt. Wahrscheinlich habe ich mich verguckt. Deine Mutter. Get ready. You deserve to die. Ah, komm, du mich auch. So, und jetzt Magie hier, Feuer. Und dann gehst du mir nie mehr auf die Nerven. So. Ja, das Problem, das ich jetzt habe, ist, dass ich mir jetzt nochmal einen Superheiltrank reinpfeife. Dann attackiere ich mal ein bisschen. Und dann haue ich nochmal Fertigkeiten raus, analysiere den nochmal. Ja, zack, dass der gegen... Übrigens, gegen Feuer geschwächt ist, wissen wir. Aber ich komme halt nicht zu sonstigen Attacken. Und jetzt komme ich dazu, mir mal wieder einen Superheiltrank reinzupfeifen. Dann kann ich den, und das ist eine Elite-Garde, Fertigkeiten, Analyse. Den haben wir nicht analysiert. War dann da. Ja, bla 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 bla. Das können wir uns, glaube ich, nachträglich auch mal durchlesen. Das war ja nur ein Elite-Garde. Ja, na toll, sehr super. Don't worry, I've got this. Catch me if you can. Catch me if you can. Das erinnert mich an den Film, der so heißt. So, wer kennt's? Catch me if you can. Bam, Limit. Kreuzschlag. You're as good as dead. Ah, das zählt dann wirklich nur für einen. Was, nein. Voll ist eigentlich gegen alles wirksam. Ah, sag ich mal. Ah. Ich pfeife mir nochmal einen Heiltrank rein. Ne, nicht einen Supertrank, einen normalen Heiltrank.
Zack, so und zack und so und Feuer hier, zack. Zack. Easy. Think I ran off the pizza. Hell of a show, man. If only the ladies loved you that much. I'm glad someone's enjoying themselves. Of course they store mechs here. You ready? Hell yeah. More than you know. Look what I found. Let's give these jerks a taste of their own medicine. Neuer Charakter? Neuer Charakter, oder? Nee, wenn du mit der Beschwörermaterie ausgerüstet bist, erscheint beim Kämpfen gegen besonders starke Gegner eine Beschwörungsleiste. Sobald diese Leiste voll aufgeladen ist, kannst du über das Kommandomenü eine Esper beschwören. Was? Naja. Ich denke... Warum ist super dran? Dann denke ich, dass ich das Limit einsetze. Und dann denke ich, dass ich Analyse einsetze. Ein bewegliches Abwehrsystem mit Eigenantrieb aus der Abteilung für Waffenentwicklung. Es verweilt im Schlafmodus, bis es eindringlich erfasst und wechselt dann sofort in den Eliminierungsmodus. Nach allein einer bestimmten Schadensmenge wird es schockunfähig. Wirksame Elektrizität haben wir aber nicht, oder? Magie? Da kann ich mir die Magie nicht ansehen. Also warte, beschwören. Ifrit. Have fun. Was? Hä? Esper kämpft an deiner Seite, bis die Beschwörungsleiste aufgebraucht ist. Sie kämpfen selbstständig, allerdings hast du die Möglichkeit, ihnen in Austausch gegen ATB-Einheiten deiner Gruppenmitglieder den Einsatz von Fertigkeiten zu befehlen. Wenn ein Esper den Kampf verlassen muss, setzt sie zum Abschluss seiner verheerenden Spezialfähigkeit an. Ein. Also warte mal, ich kann... You know what I want. A second dance. Just the two of us. Wer bist du? You turned the key. The engine roars with excitement. It hungers to be set free! Fall back. Right. Come on.
been a long time since I fought a duel out of the saddle. But for all the miles on the clock. I'm just as fast as I ever was. Genau, Schnucki. Warte, hat er uns gerade geheilt? Voll nett von ihm. Die Soldaten kämpfen jetzt nicht mit, oder wie? Allow me. Ein rebellischer Soldat dritten Ranges. Er liebt Motorrädergeschwindigkeit und seine ordentliche Herausforderung. Seine Kameraden sind nicht besonders gut auf ihn zu sprechen, da er ständig in seinen Motorrad-Eskapaden mit hineinzieht. Physische Treffer und das Blocken seiner Angriffe führen auf Dauer dazu, dass er leichter einzuschüchtern ist. Wirksame physische Treffer und das Blocken. Okay, also gegen ihn physische Treffer und die ganze Zeit blocken. Das gegen ihm ist eher eigentlich... I told you we were gonna push it past the red line! Bring it! Not bad! Ja, was mal nicht bad wäre, wäre, wenn wir einen Heiltrank wieder reinzimmern. Open up the throttle! I like you company! Oh! Oh, oh, that's the stuff! That's the stuff! Right. In the blink of an eye! Really? Open up the throttle! I only have eyes for you. Pay attention. Okay, Gegenstände Supertrank. Not looking good. I'm waiting. Sieht schon ganz gut aus. In the blink of an eye. Satisfied? With such fleeting pleasure? Hardly. There are higher heights to which you and I can still soar. Yeah.
must do this again. Until then, try not to die. I'll see you on the road, my friend. God damn it. Let's go. Right. Run! Run while you can! Shouldn't be here. Glad yours is. Come here. Wedge will be fine, but you won't be if they start asking questions. And who are they? First guests to the party, another avalanche cell. Our holier-than-thou friends from the old guard. It's always their way or the highway. Lately, they've been a real pain in the ass. Till now. So then why are they here? Beats me. We've been on the outs ever since our cell got labeled too extreme. Though they're the ones running around with mil-spec gear. Word is, they've cut a deal with Wutai. Promised them all the materia in Midgar, apparently. Think there's any truth to that? You tell me. Sometimes I think we're the only ones who've realized the war's over. Okay, mission complete. Let's make our way back to the lot. Right. Looking a lot more crowded now. Security's out in force. Was hat der Typ für Problem? Hostile forces have reached the 7-6 annex in Marshall. So are we not gonna wait for Wedge? If we stuck around or went back, he'd only get upset. Why is that? Because a soldier wouldn't understand. I'm not telling you're worried about him, no? Ach so. Many of our citizens have already been disturbed by the alarm. Squad A will set up here to search for suspects. He will establish a perimeter. Roadblocks included. Contain the situation. You made it! Over here! Okay! Norma, let's go! Could you have been any louder? I mean, it made my job a lot easier, but... Wait, where's Wedge? Wedge! That was close. We'll go get him. Hey, buddy. How you doing? Come on. Not my finest hour. You get hit? Just swinged, I think. Oh, shot! Really? Let me see. Are we seriously doing this here? Yeah. That's... wow. You guys are the worst! Huh? Your ass is fine. Maybe singed, but the only casualty is your underwear. This is like a bruise or a mild burn at worst. Now that was a gunshot. Is that a smile I spy? Hmm?
It's not safe here. We should go. Copy that. Ich mag die Bande einfach. So, how do we get back to the slums? With a little trick I've been dying to try out. Man, can't believe HQ was running off tonight of all nights. Coincidence? All residents are to return to their homes. Dass hier keiner was sagt, oder? I repeat, for your safety, go home. I heard someone say it was an attack. Hey, it was those terrorists, right? There has been no attack. For your safety, please go home and remain indoors until further notice. Nee, kein. Immer noch, wie sie rennt, ist schon ein bisschen lustig. Right, this is it. Through here and we're home free. Where exactly are we going? When we get there, you'll know. Now that I've got my blasting agent, we should have everything we need for our next mission. Sure hope so. Yeah, me too. For your dad's sake. Hey, what the hell, man? Huh? Cloud was just saying how he hopes to come back and try the Midgard special next time. Really, huh? Cloud said that? Sure did. Wants a whole pie to himself. Isn't that right? That's right. Really? Well, okay then. Maybe I'll lend Mom a hand next time, too. That'd be awesome! Super duper awesome! Should be somewhere around here. Bingo. I half figured my dad got it wrong, but nope. They're here just like he said. Parachutes? Mm-hmm. Huh? What do you mean half figured? 50-50 is pretty good odds if you ask me. This is gonna be wait, fun. Thanks, guys. I really appreciate you coming all this way with me. And like I said before, I'd be grateful if you kept this between us until after the mission. I don't want to complicate things. Sure. Okay, who's ready to fly? Me, me! Hey, Cloud, you let him down gently, all right? Yep. Wait, I almost forgot. One more thing! Whoa! Stop it! What in the hell are you trying to... Easy, you'll make us fall! Not if you do first! Swing by my place after, so I can pay you in full. No! Wait! Give me a minute! No. Why you have to be such a hard ass, bro? I ain't your bro. Dürfen wir? I wish I could have done more. Just got hurt. You did enough. You took one for the team. Be proud. Yeah? Yeah! Feels like we're flying high these days. Now, more than ever. He's a keeper, all right. Yeah! Together, we can take on the world! Die ist wirklich sehr, sehr extrem optimistisch. Ich mag die Jessie. Übrigens, habe ich nicht irgendwann... Ich glaube, ich habe mal die ganze Zeit Cassidy gesagt. Die zur Jessie. Die ist echt ein bisschen... Also,
So einen lebensfrohen Mensch findet man selten. Muss ich schon zugeben. Ah, und wieder die ewig langen Ladescreens. I'll head home on my own. After all, I'm only a little sore. It's cool. We'll go together. Aw, thanks, bro. Cut that out. This way. Think Jesse and Biggs made it back safe? I guess. Humpelt er oder rennt er so? We'll pass by their places anyway. Sure. Zu dem gehen wir dann gleich, oder gehen wir gleich? I hope you will continue to help me gather vital information for my research. Kaufen. Nee, eigentlich. I look forward to receiving all of your future battle intel submissions. Hä? Können wir nicht? Tally of Monster Slain has been updated. Ich wollte den gerade geben, aber der möchte nicht. Naja, egal. Well, this is Big's place. I guess he hasn't made it home yet. Guess not. Hope he isn't worst casing it again. He's got a habit of overthinking things. Worrying about all the possible outcomes till his head hurts. Wouldn't have guessed. And when he worries, I worry. Yeah. Anyway, let's head on over to Jesse's. Ich dachte, du willst heim. Also ich weiß, ich bin verrückt, aber irgendwie finde ich es hier schon schön. This is where Jesse lives. Men are not allowed inside. Lots of pretty girls trying to make it big on stage live here. So don't hang around or they might get the wrong idea. I'm telling you this for your own good, Cloud. People around here love to gossip. They know about Jesse and Avalanche? Nah, it's all good. They think she's an actress. Oh, and one more thing, bro. It's all a game to her. Don't fall for it. You lost me. Life's a stage and loves to play. Guys aren't allowed, remember? Okay. Ich wollte's nur probieren. Achso, weiß ich nicht. Ich wollte's nur probieren. Wieso sagt er denn, gehen wir zu Jesse, wenn wir dann nicht zu Jesse gehen? Ich verstehe. Sei logisch nicht. Zeigt er einfach mir, wo jeder wohnt. Hey there, Bigums, Reggie, Smalls. Brought a new friend to meet you. These little guys are on guard duty today. Okay. Thanks for seeing me home. Really sorry about your ass. It's all good, bro. It's kind of weird when you call me that. Hey, don't be scared. Deep down, he's a big softy. It's okay. It's okay. Good job, guys. Great work. Also wirklich, die Untertitel passen gar nicht. Zeit für Haie Haie, oder? Nee, jetzt gehen wir zu Jesse, okay. Well, if it isn't Cloud Strife, was wondering when you'd show up. Without further ado, here you are. Thanks for stepping up, Merc. And now for the cherry on top. Okay, I get it. Mind letting me breathe? Depends. Mind coming over tomorrow night? My roommates should all be out for a while. Are you seriously that desperate? Just let go already. Only if you promise to come back tomorrow night. Deal? Ich weiß nicht. Ist das jetzt eine... Ah, Mann.
Ey, tut mir schon leid. Warum muss hier jedes Mädchen scharf auf Cloud sein? Ich verstehe es nicht. Oh Mann. Ich habe aber, glaube ich, eigentlich schon... I already have a girl. Ich meine, ich habe, glaube ich, schon ein Mädchen, für das ich mich, glaube ich, schon eigentlich... bis jetzt... Und ich weiß halt nicht, ob das so eine Entscheidung ist. Ich weiß halt nicht, ob das einfach okay, aber warum sollte das dann eine Entscheidung sein? Ah, es tut mir leid, Jessie. Ah, aber sie ist auch so nett. Ah, es tut mir leid. Not happening. Sorry, little too in your face. I'll just have to change it up then. Nighty night. Psych.